Sie kennen dieses Geräusch? Und Sie wissen, was hier gespielt wird? Genau, die Messe Sinsheimle zum alljährlichen Echtdampfhallentreffen ein. Am 2. Januarwochenende wurde hier präsentiert, was sich in Eisenbahnerkreisen unter Dampf setzen lässt. Selbst die Theorie kam nicht zu kurz. So gab es Seminare mit dem Thema Dampf, eine unendliche Geschichte. Viva! Doch fahren ist hier überhaupt die schönste Beschäftigung, ganz zur Freude der Zuschauer. Insgesamt wurden 6,5 Kilometer Gleis in der Halle verlegt, Maßstab 5 und 7 1/4 Zoll. Der Reiz hier in Sinsheim ist der, dass man sich mit Kollegen, die man ja mittlerweile dann kennt, wieder austauscht. Es gibt wieder neue Probleme, es gibt alte Probleme, es gibt neue Teile, es gibt neue Firmen, die Maschinen und Maschinenteile hier anliefern. Und dann will man so immer so ein bisschen auf dem Laufenden sein, was hier geboten wird. Geboten wird vor allem auch ein internationales Spektrum. Echtdampf aus Großbritannien, Spurweite 16,5 mm. Eine Rarität. Weltweit. Schrankenwärter und Motorradfahrer waren einstmals in der Weihnachtskrippe zu Hause. Und in Sinsheim haben sie nun ein ganz neues Leben begonnen. Das ist untypisch, ein Zug, der hier nicht fährt. Doch er ist eben etwas ganz Besonderes. Die Rede ist vom kaiserlichen Hofzug. Mit dem Vorbild fuhr Kaiser Wilhelm II. Durch sein Reich. Zum ersten Mal kann der Nostalgiezug komplett präsentiert werden. Eine Passion hat ihr Ziel erreicht. Vor 10 Jahren etwa habe ich einen Freund kennengelernt, der so einen Wagen gebaut hat. Oder zwei, da kamen wir also miteinander in Kontakt. Und da haben wir damals miteinander, weil er hauptsächlich die Holz aufbaute und die Waage gemacht. Und ich habe mich dazu als Modellbauer und habe noch die Ausarbeitung gemacht, die technische Sache, dass es gut rollfähig ist und so. Und da kam man also immer einen Wagen dann noch zum anderen. Und man sagt, jetzt haben wir langsam genug, haben wir keinen Platz mehr gehabt. Man konnte nirgends richtig fahren mit dem langen Zug. Aber die Begeisterung war eben so groß, dass immer wieder noch ein Wagen dazu und noch ein Wagen dazu. Denn im Vorbild haben die Hofzugwagen ja teilweise bis zu 21 Wagen gehabt. Ja. Und da war zum Beispiel auch dieser Kaiserzugwagen, den gab es auch zwei, dreimal. Das war der Kaiserwagen, die erste Ausgabe so etwa. Und das war schon ein bisschen ein Fortschritt, ein bisschen gehobene Ausstattung und so. Das können wir leider halt nicht damit fahren, weil nirgends gegebene eine Strecke für das geeignet ist eigentlich. Ne? Deswegen suchen wir jetzt einen Platz zum endgültig aufstellen, vielleicht auch zum Grenzwegeben, Museum oder so. So ist das jetzt die Situation. Schlafwagen, Salonwagen, Speisewagen. 11 Wagen sind es insgesamt, die hier beleuchtet und mit kaiserlichem Flair auf die Abfahrt warten. Und beim Gepäckwagen angelangt, misst der Zug 24 Meter. Nach Sinsheim pilgern die Dampfliebhaber jährlich und das seit Januar 1997, als das erste Echtdampfhallentreffen stattfand. Und diese beiden waren mit von der Partie. Lokführer Markus Baum mit seinem Büffel, eine Lok der sogenannten Tierklasse. Hier findet sich eine bunte Echtdampfgemeinde ein und Erfahrungsaustausch steht an erster Stelle. Ja, das habe ich Wasser und auch noch schmeckt ein Druck an Nomi. Aber wie mache ich das? Ja, du musst gucken, wie das Ventil ist. Wenn das aufmacht und dann lang blast, bevor es selber wieder schließt. In diesem Jahr sind es 400 private Teilnehmer und 97 Aussteller aus ganz Europa und Japan, die es an den 3 Tagen geschafft haben, bei über 20.000 Besuchern das Interesse am Echtdampf zu wecken. Es gibt wohl keine zweite Veranstaltung dieser Art, bei der alles, was dampft, unter einem Dach vereint ist. Wo auch Luise und Co. zu bestaunen sind. Luise, so heißt dieses Schiff. Benannt übrigens nach der Schwiegermutter des Erbauers. Der gute Ruf des Hallentreffens schwappt schon lange auch über den Kanal nach England. In diesem Jahr zu Gast aus Somerset, der Cheddar Steam Club. Dieses Dampfschiff ist Marke Eigenbau, kein Bausatz. Das Original stammt aus dem Film African Queen mit Humphrey Bogart.
Es hat eine Zweizylinder-Dampfmaschine, die durch Dampf aus einem gasbeheizten Kessel angetrieben wird. Und es fährt mit 35 PSI. PSI, also PSI, bedeutet Pound per Square Inch, die englische Maßeinheit für den Kesseldruck. Das entspricht ca. 2,5 Bar. Und hier kann er seine Pinasse durch einen Parcours manövrieren, wo am Ende ein Dampfkapitänspatent wartet. Na, ob das gelingt? Wir wechseln nun die Fortbewegungsart, wechseln vom Wasser auf die Straße und es darf gestaunt werden. Ebenfalls aus England stammt dieser Dampfwagen im Maßstab 1:3. Music on the move. Was sich dahinter verbirgt, wird erst klar, wenn das 500 Kilogramm schwere, skurrile Vehikel einen Halt einlegt. Dann wird das Geheimnis gelüftet. Im Anhänger befindet sich eine Orgel. 200 Titel hat sie im Repertoire. Sie wird leider nicht mit Dampf zum Klingen gebracht, aber ihr Zugpferd wird durchaus mit Kohle gefüttert. Das Original wurde im Jahr 1912 von der Edwin Foden Company gebaut. Sie waren berühmt für diese Art von Wagen. Dieses Modell hier geht zurück auf eine Schaustellerversion. Das heißt, es hat den stromerzeugenden Generator vorne und diente damals als Karussellantrieb. Und dieses Modell ist, soweit wir wissen, weltweit einzigartig. Es gibt wohl kein Original mehr und, so wie uns bekannt ist, auch kein zweites Modell. Es ist, wie gesagt, einmalig. Und auch sie gehören ins gewohnte Hallenbild. Dampftraktoren, Dampfwalzen und Lokomobile. Sein Vorbild ist natürlich ausgewachsen. Er selbst ist im Maßstab 1:4 unterwegs. Ein Dampftraktor nach dem Original der Firma Evelyn Porter. Insgesamt geben sich an die 20 Straßenmaschinen die Ehre. Rätseln Sie etwa über den Maßstab dieser Werkzeugfabrik? Hier der Größenvergleich per Hand. Verblüffend realistisch und voll funktionsfähig. Das alles im Maßstab 1:15. 10 Jahre lang hat Stefan Kästner an seiner mechanischen Werkstatt gearbeitet. Die Dimensionen werden aber nun noch kleiner. Wir sind beim Pinzettenkönig, so wurde er in einem Zeitungsartikel tituliert. Eine Dampfmaschine in der Nussschale. Hier reiht sich Weltrekord an Weltrekord. Sein erster war 1996. Nun ist der vierte vollbracht. Er heißt 7 Dampfmaschinen in einem Fingerhut. Lassen Sie sich's erklären. Als ich diese Maschinen fertig hatte, habe ich überlegt, wie kann ich das attraktiv gestalten? Diese eine Maschine, die um die ganze Welt gegangen ist, in der Haselnuss, war als Attraktion eigentlich bekannt. Und jetzt habe ich gedacht, wie kann ich das noch genauso attraktiv machen? Und kam dann auf die Idee, diese Maschinen in einen Fingerhut zu packen. Ich werde es Ihnen gleich beweisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die Nummer 7, die kleinste, ist in einem Glasröhrchen. Ich möchte sie nicht auspacken, aber Sie können sehen, dass sie selbstverständlich alleine auch hier reinpassen würde. Und damit ist der Rekord erbracht. Tja, ob sich dieser Rekord noch steigern lässt? Steigern lässt sich auf alle Fälle das Erlebnis Echtdampf. Nächstes Jahr soll um eine Halle erweitert werden. Dann kann man wieder nach Herzenslust Echtdampf schnuppern.